Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute sehen wir den Schmerz und spüren den Schmerz im Herzen des Vaters, nachdem der Mensch von der verbotenen Frucht gegessen hat, nachdem es zu diesem Bruch zwischen dem Menschen und Gott gekommen ist. Und Gott ruft den Adam und er sagt zu ihm, wo bist du? Natürlich weiß Gott, wo wir physisch dran sind. Aber er fragt nicht danach, wo wir physisch dran sind. Wo bist du in deinem Herzen? Wo bist du in deiner Seele? Ich suche dich. Ich weiß, es ist etwas passiert. So wie Eltern, die spüren, dass bei den Kindern etwas schiefgelaufen ist und sich Sorgen machen und fragen, wo bist du? Ich möchte dir helfen. Wie kann ich dir am besten helfen? Adam, wo bist du? Liebe Brüder und Schwestern, so ruft Gott jeden von uns Tag für Tag. Und er weiß, was in unserem Herzen passiert ist. Und er möchte mit uns sprechen. Bist du bereit, mit ihm zu sprechen? Und Gott sagt im Propheten Jesaja, und wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Wie Gott das tun wird, das wissen wir eigentlich. Er wird das tun, indem er selbst alle Schuld, alles Versagen auf sich nehmen wird, indem Jesus sein Blut am Kreuz vergießt, damit wir frei gekauft werden, damit wir wieder Zugang haben zum Herzen des Vaters. Wirst du heute den Ruf Gottes hören, wenn er sagt, wo bist du? Wirst du ihm antworten? Wirst du ihn um Verzeihen bitten? Wirst du bereuen? Wirst du zur Heiligen Beichte gehen und sagen, Herr, ich will mich neu von dir lieben lassen und neu vertrauen. Ergreife die Gnade, die Gott dir schenken möchte in seinem Sohn Jesus Christus. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, uns allen einen gesegneten Tag.